Kein Lüftungsschacht zum Aufschießen. Schade. Was bist denn du Schönes? Oh, da ist so ein Ding. Da können wir jetzt bestimmt alles wegreißen. Unglaublich, oder? Ich nenne das Promenade. Ah, die Dinger da. Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Codex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss geöffnet werden, um Änderungen vornehmen zu können. Ich glaube, die Monolithen auf diesem Plateau werden. Als ich auf dem scheibenförmigen Bereich auf dem Boden stand, erkannte ich, dass ich sie mit meinem Kinesemodul manipulieren kann. Die beiden Hieroglyphen an der Wand hinter mir lassen darauf schließen, dass eine Konfiguration die Maschine öffnet, eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung vor. Sobald sie okay. alle meine Forschungsergebnisse befolgen. Also muss das hier in die Mitte raus. Erklären, um die nee, so. Das ist die Hieroglyphe. Also ja, die Lenke. Das ist jetzt die, ja. So. Warte mal. Ist das sicher die Glyphe? Ja. Sieht so aus. Mal gucken, vielleicht ist das Ding da unten an. Nee. Da brauchen wir doch die Rechte. Okay. Mann, das war die Innern so verschlenkert. Die Äußeren. Genau. So irgendwie. Wie kann man die jetzt aktivieren? Warte mal. Unglaublich, oder? Ich nenne das Promenade. Eine der vielen Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Codex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss geöffnet werden, um Änderungen vornehmen zu können. Ich glaube, die Monolithen auf diesem Plateau bewirken. Ist da irgendwas? Erkannte ich, dass ich sie mit meinem Chinesemodul manipulieren kann. Warte mal, das linke leuchtet irgendwie. Wir lassen darauf schließen, dass eine Konfiguration die Maschine öffnet, eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung vor. Sobald sie offen ist und sie alle meine Forschungsergebnisse befolgt haben, müssen sie hierher zurückkehren, um die letzte Phase einzuleiten. Okay. Vielleicht haben wir die anfangs falsch eingestellt gehabt. Ich hab mir gedacht, das erste, das leuchtet hier gerade. Na komm. Stimmt, das leuchtet. Maschine öffnen. Kannst du dich mal bewegen, das Ding? Ja, du musst es nach unten ziehen. Warte. Nee. Natürlich. Nach unten ziehen, um es nach oben zu bewegen, okay. Ja. So, das sieht richtig aus, eigentlich. So. Haben wir hier jetzt einen Anschalter? Ja. Hä? Egal. Lass uns erstmal runtergehen. Vielleicht hat sich was geändert. Zweifel ich irgendwie, oder war unten ein Schalter? Muss ich auch sein. Na, wir werden. Nee, sehen. Aber die Plattform da, die schaut so verdächtig aus. Ja, ich weiß, aber ich hatte so den Eindruck, das müssen wir die hiermit aktivieren. Mal schauen. Ja, die ist effektiv aus. Geht dann vielleicht hier hinten irgendwas? Das kann man da jetzt rein? Ne. Hier hatten wir schon alles an der Plattform, ne? Jo. Motor ist an. Ja. Okay. Wir müssen das bestimmt noch irgendwo aktivieren, aber wo? Lass mal nochmal hochschauen. Vielleicht ja bei irgendeiner der Kreaturen da. So kann man. Vielleicht. Ja. Vielleicht, wenn man hier reinschießt. Ja. Ja.
noch enger. Nee. Auch wieder falsch. Erste. Zwei Tentakel nach unten. Warte, lass mal vielleicht die anderen anschauen. Nee, das ist. Nee, das sind ja die anderen. Ja, ja. So, das ist zu weit. Sind die noch so? Ah, warte mal. Da leuchtet doch irgendwas. Hier. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben, aber es läuft anscheinend jetzt. Lol. Da war eine Konsole. Carver, haben Sie das gesehen? Ja, was zum Henker ist da gerade passiert? Das ist keine Stadt. Das alles hier ist die Maschine. Sie sind der Schrauber. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Wir haben gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Codex gibt, dann da. Kommen Sie. Yay. Yay. Monster! Heiß drauf, lass einfach durchlaufen. Ja. Das ist seltsame Musik, die gerade läuft. Oh, es geht nicht. Oh. Heliportier! Hä? Fest, ja, jetzt. Kacke! Oh nee, das ist so ein Action-Event-Ding. Ja. Ja, das ist. Schwedenplattform. Ja gut, ich meine, so viel Action ist das jetzt gerade nicht. Kommt noch. Wahrscheinlich. Nee, da hinten ist das Ende. Oh. Naja. Pomp. Ja gut. So. Ach. Was sehe ich denn hier? Kerl auf dem Boden, Kerl an der Decke und zwei Kerl an der Decke. Hier weiß ich was machen. Also nach Kerl an der Decke, zwei Kerl an der Decke. Also den Lauten zufolge nichts Gutes. Oh, hier ist wieder so ein Ding. Ja. Oh, warte mal, geht das jetzt? Ha! Krass. Ha? Das ist Stase gerade. Okay. Ja, das ist die verstärkte Stase. Hui, fliegt. Schade, mit Knesen kann man den trotzdem nicht machen. Nicht viel auf jeden Fall. Loot, 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 loot. Zwei, nicht drei. Yep. Du stehst im Bild. Ja, wenn du da unbedingt drumstehen bleiben würdest. Ja, das ist viel praktischer hier. Hier gab es nichts mehr, wa? Okay, jetzt habe ich auch mal wieder sehr viele Medipacks. Okay. Whatever. Da hinten ist noch ein Loot. Hey, Carver! Ich wette, mit diesem super aufgeladenen Effekt können wir den Necromorphs Gliedmaßen per TK abhacken, während sie sich noch bewegen. Perfekt, danke für den Tipp. Wo bist du? Komm wieder hin. Boah! Gute Videorotation ist schwer in diesem Spiel. Brauch deine Hilfe. Bin unterwegs. Ja, okay, so schwer war es nicht. Bloß drei so Viecher. Ja, gut. Ah, oh, stimmt, das sind die Stachelviecher. Oh, da, wo man die Stacheln nehmen kann. Ah. Coole Sache. Ja. Ja, hier. Ja. So, was für ein Alter. Oh, ich hab's nicht getroffen.
zwei Kerle an Decke, ein Kerl am Boden und ein Kerl, der irgendwas macht. Ja, das denke ich mir auch gerade mit den Gegnern. War das so rum? Ja, war so rum. Aber diese Punktstrich-Dinger sehen wirklich so aus wie Strichmännchen, die irgendwas veranstalten. Oh, noch so. Nee, Säurebad. Säurebad, ja, leider. Und Elektroschock-Modul. Yay. So cool. Und einfallsreich. Ja, ne? Können sie halt Schaden machen. Gut. Wieder hin? Ne, wir müssen hier nicht hin. Sehr gut. Mach du diesmal. Du weißt jetzt, wie es geht. Geht nicht. Geht nicht? Doch. Nein, also, das Ding ist aus. Ah, okay. Hier schreibt mich an, ey. Geht aber gar nicht. Was tun wir nun? Den anderen Weg entlang gehen. Wow! Ah, fast nicht gesehen, ey. Krass. Questmarker sagt dir jetzt raus. Ja, hier geht's lang. Nee. Nicht bei mir. Bei mir geht's hinten rum. Vielleicht, wenn wir den Strom anmachen, geht's. Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, ja, sind Sie tief im Herzen der Maschine. Von hier aus scheint es zwei primäre Konfigurationspunkte zu geben. Einen im Westen, den Sie sicherlich bereits aktiviert haben, und einen anderen im Norden. Wenn alle richtig zusammengesetzt sind, tja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was dann passiert. Ich kann Ihnen nur raten, aufmerksam zu sein. Die Hinweise sind da draußen. Ja, ja, Hinweise. Los, los. Gegner. Viel Spaß. Das war ein Kerl, der noch. Reflexion. Ja. Ah, ich kann's halt. Hast es? Ich hab's, ja, jo. Aha. Was, wie, was, wo? So viele Dinge. Oh, Kühe, oder? 100 pro. Das klingt so. Nee. Oh, andere komische. Ah, das sind die Versteckenden. Da muss ich immer hinter Dingen verstecken. Boah, da ist auch noch ein Vieh. Ja, hier geht's gerade echt rund. Ich hab gerade auch zu kämpfen. Ja, haben wir immer eine Plattform vielleicht? So. Weil es unfällig. Nee, warum? Weil es schon episch geworden wäre. Eine Plattform. Als du meinst hier. Nein, nicht. Immer noch Musik. Wo? Ja, hier ist eine, die sich irgendwo geflüchtet hat. Ja, da. Oh. Hast du gefunden? Ja. Aber das sind doch keine Kühe, oder? Ach, ich weiß es nicht.
das kühl, ich weiß nicht. Oh, hier ist überall noch Loot. Ja. Und Gegner. Na, wo bist du? Da. Doch, das sind Kühe, oder? Hä? Kühe mit anderer KI wahrscheinlich. Springen können. Komische Kühe. Jo. So, was gibt's bei uns in Bayern jetzt? Von Anfang an auch schon komische Kühe. Ja, ja, bei euch in Bayern. Mhm. Das ist alles ein wenig anders. Mhm. Hinten liegt ein Artefakt. Schlittenfahrer, Deckenhänger, Doppelschlittenfahrer. Ja, ich glaube schon. Ja. Jo. Oh, nochmal ein Portal. Ja. Portal. Portal. Ey. Warte mal, doch sicher. Ja, ich bin doch schon da. Hallo. Es dauert bloß ein bisschen. Und wir fliegen. Oh, da ist ein Mistvieh. Explosionsdinger. Aber schön, das ist irgendwie interessant. Ah, sowas hätte ich auch gerne in meinem Haus. So ein Antigravschacht. Ja. Wäre schon geil. Antigravschacht auch, ja. Das bringst du mit Tränken, dann kannst du uns anhalten. Oh, hier sind wieder diese Minen. Ja, die wo Minenspucken. Explosion. Ja. Die stationär sind. Da hinten die Dinge. Das klang auch bayerisch, was er gesagt hat. Ich hab nicht verstanden. Oh. Doofe Kuh. Kommt von hinten gleich wieder. Garantiert. Dich hat's erwischt. Oh! Ach, hinter mir. Dich hat's erwischt. Oh. Alter! Ah, da Kuh! Da! Hinten! Ja, ich geh mal rein. Boah! Ah, nicht erwischt, du Lappen! Echt Figur! Ja, so wie es sein soll. Ich höre noch irgendwas, ja. Mhm. Da ist noch eine Kuh, die rennt dich gleich an. Nein. Ah, oh, nein, mich rennt sie an. Oder? Wo ist die jetzt hin? Ach nee, das war die Bombe. Ah. So. Mach mal Licht an. Bin nicht bei. Die invasive Wucherung in diesem Bereich hat ein Vorankommen massiv erschwert. Grabungsteams bleiben wiederholt in dem uralten, klebrigen Gewebe hängen. Da ist die Kuh. Ohne Zweifel sind die Apparaturen. Da ist. Dieser Alien-Maschine. Basierend auf meinen Studien der Alien-Zeichen könnte eine Kuhhand stärker oder so. Sein, bei korrekter Ausrichtung ein Signal oder eine Streichel. Komm, nehmen wir mit. Glücksbringer. Kuhpfoten. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ganz ein braver Sim. So ist ein braver Sim. Ja!
Ja. Ne, nehmen wir den Aufzug. So, bleib da. So. Promenade? Ne, was anderes. Oh, bewegt sich. In der Tat. Benutze große Objekte. Okay. Erstmal Kühe. Wow! Und wie sind sie? Tot. Tot. Am nächsten. Was noch? Ah, da hinten ist so ein Megateil. Eine Megaplattform. Ja, da stehe ich dann drauf. Wie müssen wir die überhaupt drehen? Energieleitung oder so? Keine Ahnung. Ah. Okay. Hey. Ja, stimmt, da ist so Energie-Ding. Aber ich glaube, das schießt. Kann auch sein, ja. Schaut aus. Boah. Hat der Gegner, ey. Alter. Wird jetzt echt gefährlich. Können wir das jetzt mal in Ruhe machen? Meine Fresse. Nein, können wir nicht. Wir müssen mitten in der Meute stehen gerade. Gräuselig. Ja, spiel mich an. So, jetzt ist aber mein Ende. Was? Nein. Nee, die müssen gleich zugleich über. Ja, ich weiß, das ist quasi das alte Rätsel, nur ein groß. Okay, warte mal. Schon mal da bei dem Müllpressenwasser da war. Lass mal das mittlere stehen, was machst du? Ich drehe das wieder so, wie es richtig ist. Denn es muss ja so. Nein, das ist jetzt falsch. Ist es das? Ja. Dann dreh du es halt wieder richtig. Ja, mal. Muss man das hier auch umdrehen? Das hier ist da, das hier kann man auch umdrehen. Passt's bei dir? Bei mir passt's grad, ja. Okay, dann passt's. Ah, okay. Okay, die Energie ist jetzt ausgerichtet. Sieht aus, als hätte sich ein weiterer Aktivierungsterminal geöffnet. Wir kriegen diese Maschine repariert, Carver. Dö. Ach, da ist noch so ein Terminal. Terminal, ja. Terminal. Isaac, was machen Sie da? Ich beende etwas, das schon längst erledigt sein sollte. Hören Sie auf damit! Nö. Sie pushen mit Dingen herum, von denen Sie nichts verstehen! Das sagt ja der Richtige. Kapitel 18. Oh, ich kann mich schon bewegen, okay. Das merkt weiter man geht's. So, sind die Kuhfüße noch da? Ja, ich hab meinen noch. Oh, ich hab meinen verloren. Egal. Dabsche. Was? Nix. Schmeißen in das riesengroße klaffende Loch hier. Bam. Okay, Sie haben die Stadt in eine Riesenbrezel verwandelt und jetzt? Wenn Serrano recht hat, sollte ich zum ersten Aktivierungspunkt zurückkehren können, um die letzte Einstellung vorzunehmen. Und was passiert dann?
Ich arbeite auf Raumschiffen, nicht an Alien-Maschinen. Nicht an Alien-Maschinen, stimmt. Aha. Mensch, na, zügel deinen Mund. Ein Riesenbrezel. Ah. Sicher. Ja. Noch mehr irgendwas. Ups. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich auch erst schießen. Ja. Einfach drauf losschießen. Das Ziel ja automatisch hier dran. Nee, gar nicht mal. Doch, okay. Wenn Gegner da sind, dann zielt ja, aber wir müssen nicht schießen, das meinte ich. Weil ich dich schon getötet habe. Okay. Hm. Machst du viel zu schnell. Ja. Max, steh auf. Ich doch bei. Ist ein Stress hier. Ja, doch. Das muss sein. Sieht aus, als wären wir hier schon mal gewesen. Hm. Egal. Einfach B folgen. Jo.